Ich grüße euch und willkommen zum 9. Tag meiner kleinen Serie 30 Tage bis Berlin, meiner Wettkampfvorbereitung hautnah. Heute ist natürlich wieder Trainingstag für mich, heute ist Samstag und heute steht die Beinvorderseite auf dem Programm zusammen mit der Wade und werde nachher wieder versuchen, so das ein oder andere für dich abzufilmen, was ich beim letzten Mal nicht filmen konnte und dir vielleicht nochmal den ein oder anderen Trick zeigen kann, den du in dein Training aufnehmen kannst. Und der dich vielleicht wieder ein kleines Stück voranbringt. Meine Nacht war wieder mal nicht ganz so gut. Bin gestern um 10 Uhr ins Bett gefallen, wirklich hundemüde. Und das erste Mal auf den Wecker geguckt habe ich dann um kurz nach 12. Ich war hellwach, habe mir dann ein Hörspiel angemacht. Das hilft mir in solchen Situationen auch dann ab und zu mal. So richtig Kinderhörspiele, in diesem Fall Robinson Crusoe. Und ja, das hat mir wirklich geholfen. Hab dann bis um kurz vor 5 weiter geschlafen und fühle mich auch erholt, fit, um nachher auch ein super Training hinlegen zu können und mit euch halt in den Tag zu starten. Mein Posing-Training ist auch schon rum, habe aber vorher meinen Haferkuchen bereits angerichtet bzw. habe Wasser draufgegeben, dass die Haferflocken quellen können, sich mit Wasser vollsaugen können und einfach für den Körper leichter bekömmlich und vor allen Dingen auch leichter verdaulich sind. Ja, den Haferkuchen, den kennt ihr bereits, ne? Da sind jetzt 60 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Whey-Protein, 100 Gramm Heidelbeeren und 15 Gramm Erdnussbutter, ne? Ungefähr 1 Gramm Salz noch dazu, Zimt und ja, noch so ein bisschen ja, Lebkuchengewürz. Ich habe das sehr, sehr gerne, schmeckt ein bisschen weihnachtlich, passt jetzt nicht mehr zu der Jahreszeit, aber wie gesagt, so Lebkuchengewürz, Zimt kann ich das ganze Jahr über essen. Dazu ist natürlich auch zu sagen, dass die Eiweißzufuhr schon relativ hoch ist und da sind jetzt wieder gerade in der Fitnessszene die Diskussion, naja, Eiweiß und so, ist es zu viel, ist es zu viel und ist es zu ungesund für den Körper und so weiter. Also, wenn deine Niere gesund ist, dann ist es überhaupt kein Problem, auch größere Mengen Eiweiß zu sich zu nehmen. Wichtig ist nur, dass man halt genug trinkt. Und da ein kleiner Tipp noch von mir, visualisiert einfach eure Trinkmenge. Das mache ich auch zum Frühstück. Ne? Gibt es einen Liter Tee, und zwar nicht aus so einem kleinen Becherchen, sondern hier aus so einem Literkrug. Und ja, ist ganz, ganz einfach. Ne? Großes Glas, große Trinkmenge, kleines Glas, kleine Trinkmenge. Ich lasse mir jetzt mein Frühstück schmecken und dann sehen wir uns nachher spätestens auf der Trainingsfläche. Ich bin einfach nur noch Asche. Das Training lief richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, war auch von Anfang an gleich da und von Anfang an sofort im vollen Fokus. Überhaupt kein Vergleich zu gestern.
Und ich konnte dir auch wieder die ein oder andere Intensitätstechnik zeigen. Weil oftmals werde ich gefragt, du Felix, wie viele Wiederholungen soll ich denn machen? Welche Wiederholungszahl ist denn die beste? Ja, das kann dir niemand beantworten. Die Wiederholungszahl ist die beste, die regelmäßig variiert wird und die vor allen Dingen mit Intensität verbunden ist. Ja, wir müssen den Körper bei jedem Training, bei jedem Satz immer wieder herausfordern, uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen und so können wir nur den Muskel reizen. Wenn man immer seinen 0815 Trainingsplan abarbeitet und naja, da stehen 12 Wiederholungen drauf, dann mache ich halt 12 Wiederholungen, obwohl ich eigentlich noch eine 13. oder eine 14. geschafft hätte, dann wird es nie vorangehen. Und so ein 100er Satz ist einfach mal zum Schluss eine super Möglichkeit, um den Muskel nochmal richtig auszubrennen. Kann man mit jeder Muskelgruppe machen, geht nicht nur mit dem Bein, geht auch mit dem Arm, Brust, Rücken, kann man mit jeder Übung machen. Probiert es mal aus und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das fandet und ob ihr diese Methode überhaupt vorher gekannt habt. Für mich geht es jetzt nach Hause, in die Küche, Essen ist schon vorbereitet und freue mich auf mein Mittagessen. Ich bin jetzt nach Hause angekommen, mein Essen ist schon warm, es gibt Putenfleisch mit Gemüse und ihr habt es gesehen, ich habe halt noch pro Tag 50 Gramm Reis und die gibt es heute in Form von Reiswaffeln. Das ist auch recht praktisch. Die Packung hier sind genau 100 Gramm und dann reicht so eine Packung Reiswaffeln praktischerweise in der jetzigen Diätphase bei mir 2 Tage. Ne? Also eine Diät hat auch mal einen Vorteil, Essen reicht länger. Und in dieser Packung mit 100 Gramm sind 15 Reiswaffeln insgesamt. Also kann ich mir jetzt davon 7,5 Reiswaffeln zum Mittag machen. So 7,5 Reiswaffeln sind natürlich auch schneller alle, als man denken kann. Die habe ich mir aber trotzdem schmecken lassen. Bin schon wieder unterwegs und auch ja, wenn Ostern für viele davon geprägt ist, halt von einer Kaffeetafel zur nächsten aufzubrechen. Versucht euch einfach ein bisschen zu bewegen, bleibt aktiv, bleibt in Bewegung. So zwischen Kaffeetafel und Abendbrot einfach mal einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft. Der tut, wie gesagt, nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Eine Frage, die mir auf Instagram noch gestellt wurde, was ist denn der schönste Moment für dich in so einer Wettkampfdiät gewesen? Und wenn ich mit vielen Leuten spreche, dann kommt meist immer so, ja, und dann nach so einem Wettkampf, dann geht es aber richtig los mit Eis und Kuchen essen und so. Und da weiß ich immer schon, welcher Mindset in so einen Leuten vorherrscht. Bei mir definitiv nicht. Also ich werde mich jetzt nicht nach dem Wettkampf da mit Eis und Pizza und Döner vollstopfen, weil das gar nicht mein Lebensstil ist und auch gar nicht zu meinem Leben passt. Was aber der schönste Moment auch in der ersten Wettkampfdiät für mich war und auch jetzt in dieser Wettkampfdiät für mich sein wird, ist folgender. Dass ich einfach versuche, während dieser Vorbereitung das Beste aus mir persönlich herauszuholen und am 29.04. dem Publikum und der Jury einfach die beste Version von mir dort auf der Bühne zu präsentieren. Und das wird mir dann oftmals noch richtig bewusst, wenn man diese Bühne dann verlässt und hoffentlich dann von seinem Coach in Empfang genommen wird und diese ganze Anspannung, diese ganze Last, diese ganzen Entbehrungen der 20 Wochen Vorbereitung in einem Schnips von mir abfallen. Da weiß ich auch ganz genau, da wird auch die ein oder andere Träne halt die Wange runterrollen, aber das gehört dazu und das ist genau das, was für mich der schönste Moment in so einer Wettkampfdiät ist. Nicht irgendwie sich mit Kuchen und Eis vollstopfen. Das ist halt für mich kein Genuss und hat für mich auch nichts mit dem Erreichen von Zielen zu tun. Für mich ist das, dass ich da an diesem Tag für mich die beste Version von mir dort präsentieren möchte. Das ist für mich der schönste Moment. So, ich werde jetzt noch ein paar Schritte sammeln, zusammen mit meiner Tochter. Das heißt, sie wird nicht mehr sammeln, sie schläft schon im Kinderwagen. Aber ich werde noch ein paar Schritte sammeln, ein bisschen nochmal die frische Luft, die kühle frische Luft genießen. Und dann sehen wir uns morgen, ja schon zum 10. Tag meiner Reise. 30 Tage bis Berlin und hoffe, dass du morgen wieder dabei bist. Morgen ist mein Rest Day, mein Ausruhtag. Aber ihr wisst, trainingsfrei heißt nicht bewegungsfrei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Euer Felix.